Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Jeder weiß, dass es alleine länger dauert. Mach dir keine Gedanken, an so einem schönen Ort bleibe ich gerne die ganze Nacht. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work. And this particular game took 2 months to create as a result. An diesem kleinen Spiel hat er zwei Monate gearbeitet, war es jetzt, glaube ich, ne? Warum rückst du den Teppich nicht ein bisschen gerade? Seht ihr, er hat jetzt einfach was zu tun. Er gibt sich selber quasi eine unendliche Schleife, was er immer weiter durchführen kann, und putzt einen imaginären Raum. Ja, all die Kleinigkeiten zählen. Putzt du gerne? Wie kamst du zu dieser Arbeit? So unordentlich habe ich das Haus schon lange nicht mehr gesehen. Naja. Es ist mehr eine Notwendigkeit als Spaß. Bei der Arbeit bekomme ich immer so ein wohliges Gefühl. Anders lässt sich meine Seele scheinbar nicht beruhigen. Das ist ja irgendwie das Wichtigste. Das und ein ordentliches Sofa. Könntest du bitte die Sofakissen in Ordnung bringen? Soll ich dir mal einen ganz persönlichen Käse verraten? Das ist jetzt sehr, sehr schlecht übersetzt, möchte ich dazu sagen. Er hat quasi darüber gesagt, im Englischen, soll ich dir eine cheesy Story erzählen? Also quasi eine sehr schnulzige Geschichte. Das ist hier ein bisschen in der Übersetzung draufgegangen, möchte ich jetzt mal sagen. Und deswegen sage ich einfach mal, mal sehen, ich werde es schon überstehen. Nein. Nein, das war blöd, tut mir leid. Egal. Hey, das Geschirr muss abgespült werden. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Wie wäre es, wenn du dich darum kümmerst und sie ordentlich sauber machst? Wir sind alle nur Menschen, muss nicht perfekt sein. Liegen im Schlafzimmer noch Bücher auf dem Boden? Nun denn. Warum kommst du nicht und räumst das Geschirr ab? After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you and eventually cohere into something meaningful. So, ein Hausputz ist nicht einfach. Wie machst du das? Sind alle Häuser so einfach zu putzen? Hören diese Arbeiten denn nie auf? Schätzchen, lass dir was sagen. Egal was du tust, du musst es richtig machen, 100%. Ansonsten macht die Arbeit dich fertig. Warum kümmern wir uns also nicht erst um das, was anliegt, und heben uns die Möbelfrage für die Zukunft auf? In der Gegenwart muss erstmal der Teppich im Schlafzimmer gerade gerückt werden. Ich weiß, dass Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Das Haus ist wie eine Seele, wie eine Menschenseele. Wenn man gut drauf aufpasst, blüht es einen auch gut. Weiß nicht, warum mir das so komisch vorkommt. Verstehe, so etwas sagt man nicht zu jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat. Hast recht, das ist ziemlicher Käse. Ist was Wahres dran, meinst du nicht? Wie dem auch sei. So. Putzen. Lass uns weitermachen. Die Bücher. Bringst du die Bücher bitte in Ordnung? Danke. Meine Güte, die Sofakissen sind ja total durcheinander. Frage. Macht dir das Spaß? It can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Und das ist vielleicht ein Knackpunkt, wo ich jetzt wirklich meine Theorie langsam anfange zu spinnen, die ich euch am Ende dieses Spiels natürlich verraten werde. Aber jetzt noch nicht unbedingt. Man kann nicht zu lange in der Dunkelheit bleiben. Selbst wenn es hier einem gefällt, sollte man sich trotzdem irgendwann weiter bewegen.
Aber trotzdem war das quasi das Spiel, wo er nach diesen Gefängnisspielen, die vielleicht etwas von ihm symbolisieren sollten, hier Freude gefunden hat. Er hat Frieden gefunden in diesem Spiel. Aber doch hört diese Freude und dieser Frieden im Spiel jetzt plötzlich auf. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder doch ein schlechtes Zeichen. Aber gehen wir erstmal weiter. Die Tür hier oben ist auf und uns erwartet eine Straßenlampe. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. September 2009. Alles, was Sie lieben, zum Vorzugspreis. Warum bist du heute hierher gekommen? Mein Leben zu verbessern? Um mich beruflich zu verbessern? Um eine Beziehung zu vertiefen? Nein. Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. This workshop is going to teach you how to be perfect. Ich möchte, dass sich deine Freunde, die Menschen in deinem Leben ansehen und denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für dich selbst nur noch Abscheu empfindest? Im Vergleich zu wem fühlst du dich unnütz, egoistisch, undankbar? Ich werde dich in eine solche Person verwandeln. Perfektion ist within your grasp. Und die Frage ist nicht, wie wir das schaffen, sondern wie wir das mit dem möglichst wenig Aufwand schaffen. Das ist einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. About halfway through the game, perfekt zu sein shifts. Geht ganz ohne Aufwand. So, Perspektivenwechsel. Das sind wir. Die gelben Antworten sollte er jetzt natürlich sagen. Aber Leute. And you play as the teacher. And suddenly you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Ganz wichtig. Ich glaube, dieses Spiel möchte auch viele Charaktereigenschaften näher bringen. Ich meine, dieser Typ kommt so rüber, so selbstbewusst. Aber ihr seht, er hat trotzdem genauso viel Angst wie du vielleicht. Also wenn du einen selbstbewussten Menschen siehst, denk nicht gleich, boah, der ist ja viel cooler und viel besser. Denn genau er hat wahrscheinlich genau die gleichen Probleme, die ihr vielleicht dann auch habt. Aber er kann sie besser verstecken. Denn ich meine, vor dem Ding hätte ich ganz schön Angst. Und er würde jetzt sagen, das ist der Schlüssel. Wie schaffe ich es ganz ohne Mühe? Aber man kann jetzt auch sowas sagen wie, auf dem Weg zur Arbeit habe ich in einem Senioren gesagt, endlich mal etwas zur Gesellschaft beigetragen. Könnte man sagen. Ich sage nur eines, wenn es nicht wehtut, ist es nicht die richtige Lösung. Ich liebe dich ja noch, aber du lässt mich trotzdem kalt. Es muss schrecklich sein, so allein zu sein. Gott sei Dank haltet ihr mich alle für weise und intelligent. Trinken richtet in meinem Leben keinen Schaden an. Wer sich quält, die richtigen Lösungen im Leben zu finden, der macht es nicht richtig. Die einzig wichtige Frage ist, was ist der einfachste Weg nach vorn? Igitt, mir wächst ein Geschwür. Eklig, könnte man auch sagen. Verstehst du denn nicht, dass du nur glücklich sein kannst, wenn du mich liebst? Das ist doch für dich. War nur ein Scherz. Wer will hier noch ein bisschen Ecstasy nehmen? Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keinen Weg. Was, wenn ich kein guter Lehrer bin? Tu, was am einfachsten ist. Fühle, was wahr ist. Oh nein, Leute! Da hinten kommt irgendwas aus dem Raum heraus. Vorsicht! Aber das interessiert den Zuhörer gar nicht. An ihm prallen diese Worte einfach nur voran. Nichts. Niemand. Es wird dich zerstören. Alle weg! Schnell! I fell pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Januar 2010, wir sind schon ein Jahr weiter. Wollen mal schauen, was uns das jetzt. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this. And it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Er hat sich also viel Zeit gelassen bei diesem Spiel. Auch wenn es nicht unbedingt komplex war. Ihr seht einen riesigen Raum. So, die Vorstellung beginnt. Auf die Plätze bitte! In dieser Szene spielst du mich. Du bist mit Kollegen zusammen.
Am Anfang lädst du einfach an dieser Wand. Okay. Gut, bleib genau so. Die Frau hier drüben in diesem Stuhl ist professionelle Tierfotografin. Dein Traum ist es, Tiere professionell zu fotografieren. Jetzt hast du die Chance, von ihr zu lernen, etwas zu tun, um deinen Wunsch wahr werden zu lassen. Los, sprich sie an. Hallo? Tut mir leid, ich muss jetzt los. Wo ist die Toilette? Hallo? Hallo? Ist das alles? Das ist kein Gespräch. Du musst ein Gespräch mit ihr führen. Ein Mensch sein. Versuche es noch einmal. Okay, ich habe gerade total Angst. Ich mag dich. Hier sind alle meine Träume und Hoffnungen. Nein, nein, nein. Das habe ich nicht zu ihr gesagt. Du triffst den Ton des Gesprächs kein bisschen. Ich war zurückhaltend, aber ich wusste, was ich wollte. Ich hatte Selbstvertrauen. Es war nur dieser eine Moment, aber ich hatte Selbstvertrauen. Vielleicht brauchst du nur ein besseres Gefühl für die Situation, wo ums herum waren viele Leute. Ich gebe dir ein paar Requisiten. Diese Dinger hier stehen für die Menschen um uns herum. Yay, noch mehr Einschüchterung. Sprich jetzt wieder mit ihr. Das war bestimmt harte Arbeit, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Du hast bestimmt gelernt, mit Schmerzen umzugehen. Welche Opfer musstest du bringen? Du vergeigst es wieder total. Wenn du so schnell persönlich wirst, läuft sie doch davon. Verstehst du nicht, wie wichtig das für mich war? So eine Chance bekomme ich nie wieder. Alles hing davon ab. Lass mich mal was probieren. Geh ein Stück zurück von der Bühne. Okay. Was? Das Gefängnis ist zurück. Okay, ja, so passt es. So hat es ausgesehen. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. Ganze 5 Monate hat gebraucht, wieder anzufangen. Möbiusflug, dieses Spiel richtig zu spielen, solltest du die Augen schließen. Klicken, das Spiel zu beginnen. Also, ihr könnt jetzt gerne die Augen schließen. Here we go. Hilfe, ich bin blind! Ihr könnt natürlich gerne die Augen öffnen. Denn ihr seht, wir sind in einem Raumschiff und diese riesige Tür kommt immer näher und zerstampft uns. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem. Alle Menschen, die wir hier sehen, sind angeblich blind. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Lässt sich nur anhalten, indem man die Wahrheit spricht. Ich kann nicht mehr. Ja, genau so, das ist wahr. Ich habe keine Ideen mehr. First off, weiter, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new.
Also er lässt sich immer wieder mehr Zeit. Im Dezember 2010 sind wir jetzt schon. Und ihr seht vielleicht, wenn man jetzt der Freund von Coda ist, fragt man sich natürlich wirklich, wenn er solche Spiele macht, braucht er meine Hilfe? Sollte ich als Freund jetzt vielleicht einschreiten? Ich weiß es nicht. Was ist das? Wo kommt diese Insel her? Ist das eine Person? Wie schön! Ich habe schon so lange mit niemandem mehr geredet. Was ist los? Weißt du nicht mehr weiter? Ich habe überhaupt keine Ideen mehr. Wenn ich versuche, etwas zu schaffen, fühle ich mich so leer. Es steckt nichts mehr in mir, was ich in die Arbeit einbringen kann. Oh nein, was ist los? Hat sich was geändert? Da war eine Maschine, die mich angetrieben hat. Ich suche nach diesem Motor, der mich einmal geschützt hat. Ich will ihn wieder anwerfen. Moment, suchst du eine Maschine? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Nicht weit von hier. Was? Du musst mich hinbringen. Ich muss sie sehen. Ich weiß, warum sie aufgehört hat. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Das ist das Rätsel, wo wir ihm helfen sollen. From my perspective at the time and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet. And so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Und wir helfen ihm jetzt natürlich, das Rätsel zu machen. Kommen wir dann auch weiter. Ha, das war einfach. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. So, das soll angeblich die Maschine sein. Aber hier ist keine Maschine. Vertrau mir, wirst schon sehen. Du musst sagen, dass deine Arbeit einfach ist und Spaß macht. Du musst sagen, dass einfach ist und Spaß macht, Spiele zu programmieren und dass du es immer liebst. Okay, Spiele programmieren ist nicht schwer. Ah, das ist herrlich. Aber das war nicht wahr. Mach dir keine Gedanken. Red einfach weiter. Sag weiter, wie einfach es ist, kreativ zu sein. Ich bin total begeistert von meiner Arbeit. Ja, das ist gut. Weiter so. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I needed more than I had ever needed anything for this to stop. Und eine große Frage, die ich mir bis heute stelle, ist: Wer ist diese Frau? Ist das vielleicht Coda? Das kann ja eigentlich nicht sein, weil das ja eigentlich eine männliche Person war, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und trotzdem sehen wir nun dieses Mädchen hier. But it didn't stop.